Für den ehemaligen Weltfußballer Ronaldinho und seinen Bruder war es eine gute Nachricht. Ein Richter in Paraguay hat jetzt den Weg freigemacht, dass die beiden nach Brasilien zurückkehren können. Und das nach mehr als 5 Monaten, die sie unfreiwillig in Paraguay verbringen mussten. Der zuständige Richter folgte mit seiner Entscheidung einer Forderung der Staatsanwaltschaft, die die Freilassung Ronaldinhos und seines Bruders beantragt hatte. Damit sei der Fall abgeschlossen, hieß es. Allerdings wurde eine Geldstrafe fällig. Der brasilianische Fußballweltmeister von 2002 und sein Bruder waren kurz nach ihrer Einreise nach Paraguay im März mit gefälschten Ausweisdokumenten erwischt und in ein Gefängnis gebracht worden. Im April wurden sie gegen die Zahlung einer hohen Kaution in den Hausarrest entlassen, den sie in einem Luxushotel in Paraguay verbrachten. Die beiden Brüder hatten wiederholt ihre Unschuld beteuert.